Und dann könnten wir uns so eine kleine Mini-Flotte aufbauen. Ich weiß nicht, ob es dafür zu früh ist. Keine Ahnung. Aber wenn es auch nur ist, damit man beide Schiffe losschicken kann, um Zeug zu ernten. In einem sitzen wir, in dem anderen einer der Kapitäne. Und dann können wir die Schiffe andauernd wechseln, weißt du? Das wäre schon cool. Mal dieses, mal das andere. Das wäre doch, glaube ich, echt cool. So, darf ich hier andocken? Weil mir werden die Docking Stations gar nicht angezeigt. Ah, jetzt. Ich war ganz kurz verunsichert. Weil Seiyualu Hauptquartier, das klingt schon wieder nach einer ganz anderen Rasse. Crew erneuern. Kapitän. Kriege ich hier... Oh, es gibt nur einen für 10.000. Schade, mehr habt ihr nicht. Warte mal, da ist doch noch einer. Gib mir doch noch einen. So, hat uns jetzt zwar ein bisschen Geld gekostet, aber jetzt haben wir immerhin zwei Kapitäne. Das wird, glaube ich, auf Dauer ganz schön teuer, oder? Bin mir nicht ganz... Oh, warte mal. Wir haben 64 Crewmitglieder inzwischen von insgesamt 62. Das ist schlecht. Wir sollten die Quartiere erhöhen. Hä, aber wie kann denn das sein? Habe ich inzwischen so viele Leute hinzugekauft, dass wir jetzt überfüllt sind, oder was? Ist nicht wahr. Was mich allerdings gerade mal interessieren würde, Flotte. In 14 Minuten ist die nächste Bezahlung fällig. Na, Glückwunsch. Ich würde gern wissen, wie viel. Fracht-Solar-Panels. Fracht-Solar-Panels? Was? Echt? Wir haben doch gar keine Fracht mehr. Schreibt denn der da? Ich glaube, ich muss tatsächlich nochmal in den Designer. Es hilft nicht. Ich muss die Quartiere erweitern. Finde ich. Ach, hier drüben gibt es auch eine Forschungsstation. Ja, guck mal einer an. Und eine Waffenfabrik. Lass mich raten, die haben jetzt Munition, oder? Militär-Tesla, Spule, Laser, Kopf, Treibstand. Nee, die haben keine Munition. Okay. Okay, so will dazu. So, ich gucke mich mal ganz kurz da in dem Asteroidenfeld um. Hier gibt es allerdings nur Titan. Was bist du? Das ist, glaube ich, das ist Eisen. Oder? Bist du Eisen? Das sieht mir nach Eisen aus. Hm, schade. Was ist mit der Militärstation? Ressourcenknappheit. 100 elektromagnetische Ladungen. Oh, 2,8 Millionen. Ja, kannst du vergessen. Meine ich. Was ist hier los? Dein Schiff ist überbevölkert. Baue mehr Quartiere, um deine komplette Crew unterbringen zu können. Okay, Freunde. Ich glaube, ich muss nochmal in den Designer. Das einzige Problem ist, wir haben kaum Titan dafür. Das heißt, wir sollten schauen, dass wir irgendwie an Titan rankommen, mal schnell. Hatten wir das nicht irgendwo da hinten gerade? Da haben wir einen Titan. Also, jetzt müssen wir leider doch nochmal ein bisschen farmen, aber hey, es gehört dazu. Das ist ja ein Teil des Spiels, ne? So, wie war das mit rechtzeitig bremsen und so, vor allem in dem Asteroidenfeld? Wir wollen ja nicht unnötig draufgehen, weil ich glaube, das wird dann teuer. So, ich aktiviere mal unsere Laser. Das waren die Waffen. Ach ja... Meine eigene Tastenbelegung und ich kann sie mir nicht merken, weißt du? Aber gut. Also, man merkt schon, wenn man hier bei ungefähr 110 Meter pro Sekunde ist, dass dann diese... Na, oh mein Gott, ich vergesse dauernd die Namen. Die Trägheitsdämpfer, dass die anfangen zu arbeiten. Das merkst du einfach, wie stark das Schiff auf einmal abbremst. Finde ich aber gar nicht mal so verkehrt. Ich bin auch mal gespannt, wenn wir später besseres Material haben. Da kannst du ja auch nochmal Trägheitsdämpfer bauen. Die müssen ja nochmal wesentlich effizienter funktionieren. Hoffe ich zumindest. Es wäre ein Träumchen.
Nur bin ich mir nicht so ganz sicher, was ich hier eigentlich großartig anders mache, weil ich bin gerade ein bisschen an dem Überlegen. Das ist ja inzwischen, keine Ahnung, locker die 20. Folge. Wobei, nee, Schmarrn, über Folge 20 sind wir schon draußen. Ein anderer YouTuber, der Beam zum Beispiel, ja, wieder Schleichwerbung und so, der war ja bei Folge 23, war der irgendwie schon mit Schutzschilden unterwegs und hat sich schon Gedanken um den Hangar gemacht und alles. Also keine Ahnung, wie der an das ganze Geld rankommt. Ich habe das Let's Play nicht vollständig verfolgt, muss ich ja gestehen. Dazu fehlt mir dann leider doch die Zeit. Von dem her, ja, ich hätte es vielleicht doch mal verfolgen sollen. Mich würde es ganz gern mal interessieren, wie der so schnell so weit kommt. Wobei, ich glaube, macht der längere Folgen? Ich glaube, der macht hin und wieder auch längere Folgen als ich, ne? Aber naja, alles zu seiner Zeit, heißt es immer. Alles zu seiner Zeit. Ich frage mich nur, wie dieser NAO-NEED-Sensor funktioniert, den wir eingebaut haben. Dieser Detektor, der Asteroiden markiert. Ploppt dann da eine Meldung auf, die mir dann sagt: Okay, ey, Dude, da drüben links, zweiter Stein von rechts, das könnte NAO-NEED sein. Flieg mal hin. Weil so richtig erklärt steht es da eigentlich auch nicht dabei, ne? Warte mal. Systeme hier markiert in der Nähe befindliche Asteroiden. Reichweite 3,17. Wenn damit tatsächlich Kilometer gemeint sind, na dann gute Nacht. Dann muss ich so nah ranfliegen, dass, ja, dass ich sie eigentlich selber sehen würde. Und das ist ein bisschen lächerlich. So, ich gucke dann gleich mal, wie viel Titan wir inzwischen haben, aber ich glaube, es ist nicht allzu viel. Bei diesem kleinen Zeug kommt nämlich nicht sonderlich viel raus. Auf der anderen Seite hätte ich jetzt auch keine große Lust, direkt im Let's Play so einen mega fetten Asteroiden abzubauen, wo du eine halbe Stunde nichts anderes machst als das hier. Das ist nämlich wahnsinnig spannend. Das ist unfassbar spektakulär, ja. Also, da sind die Nachbarn sind vor lauter Spannung gleich aus dem Fenster gesprungen. Was, glaube ich, nicht unbedingt empfehlenswert wäre hier im zweiten und dritten Stock. Aber gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, also, wenn man aus dem zweiten Stock springen möchte und unten ein Trampolin aufgestellt hat oder ein Fangnetz, dann ist das okay. Wenn man sich sowas nicht leisten kann, dann sollte man vielleicht doch mal drüber nachdenken, ob man das wirklich tun möchte. Ich würde ja eher dazu tendieren, es nicht zu tun. So ein Fangnetz ist sauteuer. Ja, ich wüsste nicht mal, wo ich es aufstellen soll. Ich habe ja nicht mal irgendwie Straßenlaternen oder was in der Nähe, wo ich das festbinden könnte. Aber was soll's? Ich habe zum Glück keinen Grund, aus dem Fenster zu springen. Das Einzige, was bei mir hin und wieder aus dem Fenster fliegt, das ist, wenn dann der Rechner, wenn er mal wieder rumspinnt, oder der Controller. Deswegen kaufe ich mir auch alle 2 Tage einen neuen Controller. Ja, das kann ich mir dann leisten. Aber ein Fangnetz ist zu teuer. Ist logisch. Ist ganz logisch. Wobei das hier eh witzig ist. Ich wohne ja im zweiten Stock, ne? Und ich habe auch so eine richtig grässliche Haustürklingel. Also wirklich so eine typische Tröte einfach. Da reißt es mich jedes Mal, wenn jemand klingelt. Was äußerst selten passiert, Gott sei Dank. Aber trotzdem kriege ich jedes Mal einen halben Herzinfarkt, weil du einfach nicht damit rechnest in dem Moment. Und der Gag ist der. Dass, was mache ich denn da? Dass, dieses, oh, wie nennt man das? Das kleine, mir fällt es echt nicht ein. Ich kann ja unten den Haupteingang per Knopfdruck öffnen. So eine Art Zentralverriegelung, wenn du so willst. Leck mich doch, mir fällt jetzt echt nicht der Begriff ein dazu, oder? Wie lächerlich ist das denn? Jedenfalls, der Witz ist der, dass diese Verriegelung ein bisschen spinnt. Habe ich mir Pizza bestellt und dann kam der Pizzabote unten, hat geklingelt. Ich wollte ihm aufmachen und dann ging unten nichts, ja? Da drückst du und dann wird ganz kurz die Tür entriegelt und dann wird sie wieder verriegelt. Dann wird sie wieder entriegelt und wieder verriegelt. Das würde jemand andauernd auf den Knopf drücken, ja? Und der Typ ist halt unten wirklich wahnsinnig geworden. Anstatt dass er in die Sprechanlage quatscht und mit mir redet und sagt, was los ist, hämmert der auf den Klingelknopf drauf wie ein Wahnsinniger. Es war furchtbar. Es war wirklich furchtbar, als ob die Welt untergehen würde. Und dann bin ich ganz schnell runtergerannt und in der Zwischenzeit hat er natürlich andauernd weitergeklingelt. Und ich glaube, die Dinger sind so laut, dass man das bei den Nachbarn drüben auch hört. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die müssen sich auch ihren Teil gedacht haben.
Aber Gott sei Dank habe ich ja relativ ruhige und zurückhaltende Nachbarn hier, von denen man nicht viel mitkriegt. Ich hoffe, dasselbe kann man mal von mir behaupten. Ich weiß natürlich nicht, wie laut es ist, wenn ich hier in den Let's Plays immer quatsche und labere. Aber, ja gut, ich denke, durch die Türen wird es nicht durchgehen. Hoffe ich. Auf der anderen Seite, die hätten sich schon so sehr beschwert. Ich zock ja ab und zu mit einem Kumpel GTA Online. Und wenn wir dann gerade im Urlaub oder Wochenende so richtig lange Nachtsessions machen, wo wir wirklich bis 4, 5 Uhr in der Früh zocken und ich dann jedes Mal halb sterbe. Nein, also wir haben teilweise solche Lachflashs, ja, also da brülle ich regelrecht ins Mikrofon, kennst du ja. Und also ich glaube, da hätten sich die Nachbarn längst beschwert. Oder vielleicht haben sie zu der Zeit auch geschlafen und kriegen es einfach nicht mit, weißt du, das kann natürlich auch sein. So, 6000 Titanen, ich weiß gar nicht, reicht es schon? Weil die meckern, auf deinem Schiff herrscht schlechte Moral, oh nein! Ist es so schlimm? Oh ja, das kleine Fitzelchen, minus 3%, ja, ganz schlechte Moral, um Gottes Willen. Ja, okay, ich sehe es ein, wir sollten schauen, dass wir am Schiff ein bisschen rumbasteln. Wir sind ja hier erst einmal, wir haben ja hier erstmal unsere Ruhe. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich hergehen und die Waffenplattform wieder demontieren, weil das muss ich irgendwie anders machen. Wie kann ich das mal mit entfernen? Na, jawohl. So, wo sind die anderen Türme? Da ist noch einer, da ist noch einer, kann weg. Dann das und das kann weg. Was bist du eigentlich? Du bist eine Titanhülle. Die kann theoretisch weg. Die hier ebenfalls. Und dann könnten wir hergehen und sagen, spiegeln auf beide Seiten. Da wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin. Titanquartiere. Block angleichen, genau. Macht nochmal plus 70. Ja. Ja, weißt du, ja. Also grundsätzlich, ja, warum nicht? Ganz kurz, was ist denn das hier in der Mitte? Ist das, das ist eine Hülle. Okay, die Frage ist, sollen wir da wirklich eine Hülle reinbauen oder soll ich mir das vielleicht freihalten für was anderes? Die Frage ist, was wollen wir? Titan-Dock, nur Stationen. Ist eine Anlegemöglichkeit. Können wir natürlich nicht bauen. Macht auch relativ wenig Sinn. Geschützte Rotationsfixierer. Geschützte, die auf diesem Block gebaut werden, zeigen nur in eine Richtung und drehen sich nicht. Das ist aber fast langweilig. Flugschrauberhammer. Flugschreiber. Titanproduktion. Bringt uns natürlich nichts, weil wir nichts produzieren. Wir könnten nochmal einen Energiecontainer reinsetzen. Gyrophalanx, niedrige Widerstandskraft, erhöht Rotationsgeschwindigkeit, Stärke skaliert mit Material. Frachtraum, Stein. Was bringt eigentlich der Stein? Immun gegen Elektrizität, höhere Widerstandskraft, sehr hohe Masse. Das ist natürlich klar. Pure Steine reinzupacken ist nicht so. Titan-Hologramm-Ecke. Das heißt, ich kann mir ein Schiff aus Hologrammen bauen, oder was? Ist ja interessant. Aber ich würde fast nochmal auf den Energiecontainer Wert legen, nachdem der gar so, weißt du? Nachdem das gar so armselig wird. Was haben wir jetzt da? 66,2 Gigajoule. Spreche ich das überhaupt richtig aus? Ich habe gar keine Ahnung. Ich meine, ich bin hier nicht der Physikexperte, habe ich ja schon mal gesagt. Was bist du? Was bist du? Titanhülle, okay. Die könnte ich eigentlich auch mal entfernen. Was liegt denn da drunter? Ach, guck mal einer an. Ein Integritätsfeldgenerator. Apropos, wie ist denn das, wenn ich sage, ah ja, der schützt noch alles. Okay, es reicht also völlig aus, dann brauchen wir den nicht. Oh mein Gott, was baue ich denn dann da rein? Was baue ich denn da rein? Soll man den Frachtraum noch weiter vergrößern? Wo sind wir dann beim Frachtraum? Bei 147, Quartiere 132, das reicht eigentlich völlig aus. Puh, ja, Ich meine, das Ding muss sowieso noch einen Ticken länger werden. Das ist momentan viel zu kurz. Es ist viel zu kurz. Ja, pass auf, dann packe ich da doch mal die Titanhülle rein. Warte, das kann ich ja rückgängig machen. Einmal Titanhülle. An die Titanhülle.
Vielleicht das Titangerüst. We need 8000 iron quickly. If you can deliver in the next 30 minutes, we will repel you handsomely. Ja, alles klar. Ganz kurz, was bekäme ich von euch, wenn ich das jetzt machen würde mit... Wo ist das Ressourcendepot? Ich sehe es gerade gar nicht in dem Haufen an. Ah, da oben. Das ist... Keine Aufträge verfügbar? Ressourcendepot? Hä? ...8000 Eisen für die Jungs, 30 Minuten. Habe ich das automatisch im Auftragsding drin? Nee, ne? Nee. Huch. Falscher Knopf auf der Tastatur. Ja, okay, komm. Dann bauen wir unser Schiff erstmal fertig. Was soll's? Wobei, ich glaube, das ist so etwas, wo man jede Menge Kohle machen könnte. Aber wir haben nur 2000. Blöd. Ja, wie baue ich hier weiter? Wie baue ich... Vor allem, wie mache ich vorne den Schluss... Macht es überhaupt Sinn, hier weiter zu bauen? Nicht wirklich eigentlich. Wir könnten eher mal zusehen, dass wir ja alles zumachen. Das heißt, hier so. Ich glaube, dann setze ich hier mal die Waffen drauf. Dann ist das hier oben mal unsere Waffenplattform, ja. Ach, unten hat er es jetzt gar nicht. So. Dann. Den hier. Kopieren. Einfügen. Block angleichen, bitte mal weg. Ach, Mann. Ist das hier so richtig? Jawohl. Geht sich jetzt hier natürlich mit den Blöcken nicht wirklich aus, sondern Länge her. Das ist ein bisschen doof. Aber da gehört ja eh noch ein bisschen was drauf an Hülle. Hier kann ich jetzt auch noch sagen, Block an... Hallo, Block angleichen. Und er macht's nicht? An das Ding hier? Den würde ich nämlich komplett verschließen, ganz gerne erstmal. Hier unten... Ist der jetzt verschlossen? Ah, nee, das siehst du noch leicht hin. Ist ja doof. Ja, komm, dann machen wir hier dabei einfach zu. Ja, dann ist es so ein Abschnitt. Ich plane jetzt eigentlich hier vorne nochmal so einen Abschnitt, der mindestens genauso lang ist, ja. Und dann kommen hier an die Seiten noch ein paar nette Sachen hin, dass es da ein bisschen schicker aussieht. Weil momentan ist es einfach nur ziemlich... Es erinnert mehr an so ein Frachtschiff aus Star Wars, oder? Daran muss ich jetzt gerade irgendwie denken. Keine Ahnung warum. So, wir haben alles zugemacht. Wir haben jede Menge Quartiere. Der Crew müsste auch gut gehen. Oh, die Crew will bezahlt werden. 30.000 Credits. Holy shit. Okay, Dudes und Dudinnen. Wir sammeln mal eben schnell Titan mit Bergbaulasern, die wir gar nicht haben. Geschützturm. Eisenbergbaugeschützturm. Ach du meine Güte, wir haben immer noch Eisenbergbaugeschütztürme und keine... Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, pass auf. Die setzen wir... Die setzen wir da so hin. Und dann waffentechnisch. Platzieren wir ein Ding hier. Dreifach Maschinengeschützturm kommt da drüben hin. Kann ich noch einen bauen? Theoretisch ja. Maschinengeschützturm, Maschinengeschützturm, dreifach. Reichweite 447. Oh, der hat eine größere Reichweite. Den will ich. So. Hätten wir das auch. Ist das schon das Maximum, was ich machen kann an... Ja, kann ich. So, ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, hier das Eisen zu harvesten. Vielleicht kriegen wir ja dann doch was weg. Oh, da hinten ist jede Menge zerstört worden, sehe ich gerade. Warte mal ganz kurz, ganz kurz. Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Was fliegt da alles rum? Guck dir das an. Nein, ich kann nicht näher reinzoomen, aber da sind Sachen, da sind Technologien. Und ein Feindschiff, ein Räuber... Und da steht wieder nicht dabei, wie viel Schaden das der macht. Da könnten wir uns theoretisch einmischen. Was machen wir für Schaden? Wo steht das denn? Ich sehe das nie. Hier, Feuerkraft 62 Omikron. Wow. Ja, wow. Das ist cool.
Nicht so viel. Wir könnten eigentlich jetzt auch schon den Kapitän anweisen, mit dem Schiff Eisen zu farmen. Und wir selber könnten in der Drohne losfliegen. Ich glaube, das wird wesentlich schneller gehen. Aber wir müssten natürlich auch erst einmal das Ressourcendepot finden, welches hier 8000 Eisen haben möchte. Weil das ist nicht das aus diesem Sektor, das haben wir ja gesehen. Das wird ja normalerweise dann eingeblendet beim Güterhandeln. So, wie viel haben wir jetzt? 3000? Ja, das würde nämlich sehr schnell gehen auch. Das würde wirklich sehr schnell gehen. Aber das siehst du hier natürlich nicht. Haben wir hier mehrere Ressourcendepots? Nee, ne? Wir haben nur das eine. Die haben aber auch nur Titan und kein Eisen. Ach nee, doch, das sind die. Liefere 8000 Eisen. Das sind die. Okay, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Der Captain ist ja zugewiesen. Wenn ich jetzt sage, in Drohne aussteigen. Bauen, Befehle, betreten, Versicherung, Befehle. Untätig, passiv, diese Sektor patrouillieren, mich eskortieren, vor allen Dingen abbauen. Bau jetzt aber keinen Scheiß ab, Dude, ne? Da ist ein Asteroid, da ist ein Asteroid, da ist ein Asteroid, Alter. Oh Gott. Moment, das möchte ich mir jetzt angucken. Harvestet der jetzt den Titan? Okay. Okay. Du sammelst Titan, ich sammle dabei. Ich hätte vielleicht irgendwo... Hätte ich mich irgendwo absetzen sollen, wo es sinnvoller aussieht. Nicht so wie hier. Haben wir hier noch irgendwo Eisen? Da haben wir noch Titan. Da unten ist noch Eisen. 12 Kilometer entfernt. Ja, mit der Drohne kein Problem. Wieso kann ich eigentlich die Drohne nicht bearbeiten? Das wäre mal geil. Das wäre eigentlich ziemlich geil, wenn man die Drohne bearbeiten könnte. Oder wir basteln uns irgendwann wirklich so ein kleines Mining-Schiff. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir diese 8000 Dinger zusammenkriegen. Das wäre cool. Ich hoffe, dass dieser Captain das Schiff nicht zusammenfliegt. Ich bete für ihn. Ich bete für ihn. Ich meine natürlich... Oh, mir wird ja rechts eingeblendet, was der einsammelt. Das ist cool. Das ist allerdings ziemlich cool. Plus 34, das finde ich nett. Ist jetzt natürlich nicht sonderlich effizient, was er macht. Weil er mit Eisenlasern Titan abbaut. Aber ja, das ist wohl eher meine Schuld. Naja, was soll's. Sammeln wir mal ein bisschen Titan. Ich glaube, das 8000er, das sollten wir doch relativ schnell zusammenbekommen. Hoffe ich zumindest. Wobei, eine halbe Stunde dafür... Weiß nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Gut, ich habe es auch noch nie ausprobiert. Aber theoretisch, die haben gerade Ressourcenknappheit und es stand doch mal in den Loading Screens drin, so als Tipp, wenn irgendwo keine Rohstoffe vorhanden sind und du hast die gerade, dann zahlen die richtig ordentlich dafür. Da könnte man vielleicht einen Haufen Kohle bei machen und das mit Eisen. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Ja gut, schauen wir mal. Wie viel haben wir denn? 3950, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich glaube, das dauert zu lang. Vor allem, weil es hier natürlich auch gar so viele Eisenasteroiden gibt. Keine Ahnung, wo er hinfliegt, was er da eigentlich macht. Da oben hätte man natürlich noch Asteroiden, aber... Oh mein Gott. Da hätte man noch ein Asteroidenfeld, da ist auch nur Titan vorhanden. Also wir sitzen eh schon im größeren Asteroidenfeld, aber hier gibt es kein Eisen mehr. Das finde ich jetzt ziemlich dämlich. Da fliegt noch Eisen rum, das nehme ich jetzt noch schnell mit. Give me the Iron. Und dann möchte ich ganz zu meinem Schiff zurück. Das inzwischen 8,5 Kilometer entfernt ist. Na, Glückwunsch. Was hat denn der jetzt eigentlich angesammelt an Titan? Nicht viel. Naja, gut. Das funktioniert ja schon mal super. Wir müssten jetzt in einen der Anfangssektoren zurück. Wie docke ich an mit T? Zu weit entfernt. Genau, ja, mit T mache ich das. Okay. Halt, 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 wart auf mich. Okay. Mal ganz kurz. Wo ist denn das komische Depot? Da ist das Depot. Kriege ich irgendwo einen Timer?
Material handeln, liefere 8000. Aber ich muss wirklich die vollständigen 8000 liefern, oder? Ich kann jetzt nicht einfach sagen, dass ich die 3900 verkaufe und dann war es das. Eine halbe Stunde, haben die gesagt. Wenn wir gucken, dass wir irgendwo anders hinjumpen, wie wäre es denn hier? Mal ganz schnell einen kleinen Ausflug machen. Oh, eigentlich müsste ich eine Aufnahmepause machen um die Uhrzeit, das ist auch furchtbar. Aber komm, da schauen wir jetzt noch schnell rüber. Du kannst im Baumodus ausgewählte Blöcke ausblenden, um das Innere vom Schiff bearbeiten zu können. Was? Das heißt, ich muss das Schiff nicht jedes Mal komplett zerlegen. Das finde ich gut. Oh, oh, ist das Now Need? Oh mein Gott. Da ist Now Need. Nee, ne? Ach, wie geil. Wir haben Now Need gefunden. Oder ist es Titan? Ich weiß es nicht. Es sieht so leicht grünlich aus. Nee, es ist Titan. Okay, vergiss es. Ich habe gar nichts gesagt. Nein, nein, nein. Ich habe nichts gesagt. Ist okay. Eisen. Eisen, Popeisen. Wo ist das Eisen? Gib mir Eisen. Wo ist das Eisen? Hier gibt es nur Titan. Hier gibt es überwiegend Titan. Eisen ist hier wirklich rar geworden. Das heißt, wir müssen tatsächlich ein paar Systeme zurückjumpen. Oh mein Gott. Unbekannte Energiesignatur. Wo waren wir hier? Bei Cosmic Renaissance Prime, oder? Ja, genau. Pass auf, das schreibe ich mal ganz kurz auf. Ich muss langsam wirklich eine Aufnahmepause machen, sonst haben wir hier ein Problem. Ich schreibe mir das noch kurz auf. Cosmic Renaissance Prime. Renaissance. Prime. 8000 Eisen. Okay, gut, dann mache ich an der Stelle eine Aufnahmepause. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in Aborion wieder. Also, tschüss.